Herzlich willkommen zu einem neuen Eternals Evolutions Video. In diesem Video möchte ich mit euch einmal die Frontaufstellung zeigen, womit man relativ gut vorankommt, beziehungsweise welche Helden ihr nehmen solltet, damit ihr in der Front nicht so viele Schwierigkeiten habt und möglichst weit vorankommt und es nicht nur an den Helden, sondern eher an dem Level der Helden liegt, dass er nicht so gut vorankommt, wie es denn jetzt aktuell, glaube ich, auch bei mir der Fall ist. Auf die Prototypen und die Kommandanten gehe ich da nicht ein, weil sie dich da ganz entsprechend nach dem Team richten. Genau. Daher gehen wir mal rein. Ich muss mal gerade mal gucken, ob ich hier noch was hochleveln kann. Ja. So. Ein Held, den ich ganz wichtig finde, der sehr stark ist und der gute Fähigkeiten hat, ist Bailey Hudson. Zum einen hat er einen starken AOE-Angriff, zum anderen hat er aber auch die Fähigkeit, teilweise manchmal nicht unverwundbar, aber er wird nicht angegriffen, was ihn auf jeden Fall länger am Leben erhält. Das heißt, von den Damage-Dealern ist Bailey Hudson keine schlechte Wahl, wenn es darum geht, Triple-S-Helden zu besorgen. Des Weiteren ein guter Damage-Dealer wäre auch Ravenna, aufgrund des hohen AOE-Schadens, wobei die in dem Fall wahrscheinlich Luke die bessere Wahl wäre von beiden, zumindest in den unteren Bereichen, in den oberen vielleicht aufgrund dessen, dass die Gegner auch länger durchhalten, ist da tatsächlich Ravenna dann auch nicht schlecht, weil die ja einen hohen Burst-AOE-Schaden hat. Und genau, diese beiden sind auf jeden Fall im Energiebereich sehr empfehlenswert. Masrani ist auch immer keine schlechte Wahl. Die neue Heldin, die jetzt, die Bota, habe ich jetzt noch nicht testen können oder noch nicht so hoch, dass ich jetzt sagen kann, okay, die ist jetzt als neuer Heiler mega und hilft. Manchmal hilft es auch, in den Frontkombinationen zwei Heiler einzusetzen, das heißt Serena und Masrani mit einer starken Front, beziehungsweise jemand, der lange durchhält, kann man auch gut kämpfen, wenn dann dementsprechend der Schadensoutput so hoch ist, dass man einfach auf einen weiteren Damage-Dealer verzichten kann, dafür diese aber länger durchhalten. Als Tank empfehlenswert, also ich hatte lange Zeit mit Usha gespielt, auf Hintergrund ist dass sie halt einen AOE-Stun hat als Tank. Ansonsten ist definitiv Oak auch eine klare Empfehlung aufgrund dessen, dass er halt noch nach dem Tod ein paar Sekunden da bleibt und Immunität hat, wodurch er auch eventuell nochmal zurückkommen kann, falls dann der Schaden nachlässt und die Heilung gut ist, kann er auch gut sein. Res ist definitiv auch kein schlechter Kandidat, einfach aufgrund dessen einfach eine Fähigkeit von jemandem zu erhöhen. Kreta definitiv immer eine gute Wahl und Leon aktuell eigentlich auch ziemlich stark. Aufgrund dessen, dass er halt sich immer wieder hochheilen kann, ist er wirklich sehr stark. Summoner Zusammenstellung habe ich jetzt so noch nicht großartig probiert, aber ich denke, die bewahren sich da nicht ganz so sehr. Müsste man mal testen. Ich habe es jetzt in meinen jetzigen Ones nicht gehabt, zumal auch die Beschwörer erst später dazu kamen und auch die guten wie Daniel oder Skua und Hati, wobei die setze ich manchmal auch schon ein. Einfach aufgrund dessen, dass die ja einen Schadensboost gibt. Auf Jäger würde ich hier in dem Fall verzichten, einfach aufgrund dessen, dass halt
tatsächlich bei der Front mehr AOE-Schaden gebraucht wird. Oder dass man auf jeden Fall mehrere trifft. Vor allen Dingen, da oft ja auch noch mehrere Wellen von Gegnern kommen, ist dann halt ein mehrfaches Angreifen sinnvoller als gezielte Einzelschläge. Zumal desto höher man kommt, desto schwieriger ist es tatsächlich, diese einzelnen Helden zu töten, bevor genug Schaden kommt und die eigenen sterben. Genau. Auch keine schlechte Wahl ist Rakana, um die hinteren Reihen auszumerzen. Musste ich auch immer wieder feststellen. Oder auch Taylor hat einen sehr hohen Schadensoutput als Jäger. Einer von den wenigen, wo ich wirklich sagen würde, der kann ziemlich gut austeilen. Auch Oma hat gute AOE-Fähigkeiten oder Ornn. Muss ich sagen, es wird auch, glaube ich, sehr oft gerne Arthas genommen, aber ich habe mit ihm leider nicht so die Erfahrungen gemacht. Von daher sind das so meine Empfehlungen an die späteren Reihen. Wie gesagt, viel Triple S-Helden sind dabei, aber tatsächlich fällt mir von den normalen Elite-Helden nicht so viele ein, weil ich mit denen auch kaum spiele. Wie gesagt, da sind die Attentäter auf jeden Fall gefragt. Die sind sehr gut, weil meistens in den hinteren Reihen nämlich die Leute sitzen, die sehr viel Schaden austeilen. Und da kann das schon mal helfen, dass einfach die Attentäter die hinteren Reihen einfach niedermachen. Gehen wir dazu mal kurz hier rein in meine Aufstellung zum Beispiel. Ich probiere hier jetzt einmal diese Variante nochmal aus. Genau, gehen wir auch so rein. Ein Attentäter für hinten. Kreht so ein bisschen als stunnender Off-Tank und Leon auch als Off-Tank, der ziemlich viel Schaden rausgibt, ja, und dann halt ein Heiler. Könnt ihr mal versuchen, wie das Ganze funktioniert. Beim letzten Mal hat es jetzt noch nicht funktioniert. Es ist einfach nicht so einfach. Ich würde auch klar empfehlen, hier immer die Skills selbst zu steuern, weil einfach der Schadensoutput, der zielgesteuerte Schadensoutput hier so besser ist, als wenn, so, als wenn das der Computer selber macht. Hier sehen wir zum Beispiel, dass natürlich der Tank ziemlich lange durchgehalten hat, obwohl ich hier Schaden damit drauf verteilt habe. Versuchen wir mal was anderes. Tatsächlich versuchen wir mal einen Taylor. Und versuchen wir mal vielleicht tatsächlich mal einen richtigen Tank. Ich versuche jetzt einfach mal so ein paar Situationen bei mir. Ich kann euch leider jetzt nicht in den vorigen Leveln das zeigen. Das ist das, wo ich gerade halt dranhänge. Aber wie man dann an der Stelle bei sowas vorgehen kann. So, der Tank hält aber nicht lange durch. Das ist schon mal doof. So, brauchen wir gar nicht lange weiter versuchen.
Tank hält nicht lange durch, ist schon mal doof. Ork, nur wobei ist er bei mir halt nicht so stark, aber versuchen wir mal das mal. Und gehen hier dann trotzdem auf Assassine. Schwierig, schwierig. Ja. Auch das funktioniert nicht. Ich gehe mal doch wieder auf den Crate, versuche jetzt mal die Doppelheal-Variante. Wie gut wir damit vorankommen. Oder reicht es schon, wenn wir die neue mal ausprobieren? Die hat, ist aber halt mega schwach. Kannst ja mal probieren. Ein schöner Heilbrunnen. Maschine da oben, die ist auf jeden Fall ein Dornenauge. Die Maschine ist das Problem. Und so betreibt man natürlich an der Front dann auch diverse Fehleranalysen. Was man machen kann, damit einfach, ja, oder welcher Gegner sorgt jetzt dafür, dass man stirbt und wie kriegt man ihn am besten down? Das ist dann so der Punkt, an dem man so ein bisschen arbeiten muss. Vielleicht bin ich nicht stark genug, vielleicht nehme ich auch einfach nur die falsche Aufstellung. Schwierig zu sagen. Ich nehme jetzt auch Gaut hier als Kommandant, einfach aufgrund dessen, in Verbindung mit Leon ist das halt, finde ich, ziemlich stark und wichtig, weil das Schild, was er bekommt, ihn halt einfach länger am Leben erhält. Das ist mit so einem Grund, warum ich ihn da gerne den Gaut hier in Verbindung einsetze, aber probieren wir es noch einmal so. Wenn es dann nicht klappt, dann lassen wir es sein. Meine Hoffnung ist jetzt, die Front ein bisschen schneller wegzukriegen mit dem Doppel-AOE. Das Problem, dass Ravenna zu
weit weg ist, um gut Schaden zu machen. Aber das könnte tatsächlich helfen. Ah. Das könnte. Ah. Schade. Fast geschafft. An sich kann das mit der Kombination funktionieren. Wir müssen nochmal so machen. Und dann sollte das vielleicht sogar schon passen. Aber Ravenna ist da auch ein bisschen mehr jetzt im Fokus. So, Ravenna ist tot, aber damit wissen wir zumindest, dass Luke ein guter Kandidat ist. Ah, schade. Schade. Das schaffen wir nicht mehr. Ja, nichtsdestotrotz. Man hat gesehen, mehrere Versuche mit derselben Konstellation oder mehrere Versuche helfen hier auch. Das heißt, wirft hier nicht gleich, wenn ihr eine Formation probiert, die Flinte ins Korn, sondern schaut nach, hat diese Formation Potenzial oder bringt die wirklich gar nichts. Guckt nach einzelnen Schlüsselfiguren, die dann halt eventuell länger durchhalten oder mehr erreichen als andere. Und damit kann man dann tatsächlich auch gut arbeiten. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen probieren, das Ganze, weil ich bald schon auf einem guten Weg. Aber ich denke, ich habe zumindest so ein paar Kernfiguren genannt, mit denen man gut vorankommen kann, auf die man bauen sollte. Genau, das sind ja zumindest meine Erfahrungen. Ich hatte es, man kann natürlich auch mit Jägern wie Emma oder Maschine Nummer 2 arbeiten, aber im späteren Verlauf halten die Gegner zu lange durch, als dass sie dann die Gegner so schnell down kriegen. Zumindest so meine Erfahrung. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich glaube, mit der Kombination schaffe ich das dann einfach im Zusammenhang, dass der gute Luke mit Rest seine Fähigkeit öfters einsetzen kann. Das könnte dann funktionieren. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.